Freude kann Kreise ziehen, so hat das erste Lied geheißen. Ein Fest der Freude wollen wir heute am Faschingssonntag hier in unserer Pfarrkirche feiern. Ich grüße euch ganz besonders, die Kinder ganz herzlich, die kleinen und die großen Kinder, alle Kinder, die auch vor dem Fernseher zu Hause mitschauen per Internet live diese Faschingsmesse mitfeiern aus Hartberg. Und wir grüßen den, der uns die echte Freude in unser Herz hineinlegt und schenkt. Das ist Gott selber und wir begrüßen ihn im Namen. Die Hungerten, die nichts zu essen haben. Wir bitten dich, Herr, bei uns. Mit der Luftschlange bitten wir für alle Traurigen, dass sie Freude erleben. Wir bitten dich, Herr, bei uns. Mit den Seifenblasen beten wir für die Menschen, deren Lebensfreude zerplatzt ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Mit der Luftdrüsseltröte beten wir für uns Christen, dass wir deine frohe Botschaft hören. Wir bitten dich, erhöre uns. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. In den nächsten paar Minuten dieses ganze komplizierte Erwachsenwerden einfach zu vergessen. Bleibt sitzen, Kinder, bleibt sitzen. Ihr setzt das. Bleibt sitzen. Das ganze komplizierte Erwachsenwerden ist nämlich daran schuld, dass wir verlernen zu staunen und zu erleben. Das möchte ich Ihnen heute ein bisschen zurückgeben. Aber da brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Wie heißt denn du? Kim, komm zu mir. Kräftigen Applaus für die Kim. Servus. So, du musst dich da jetzt so hinstellen. Immer nach vorne schauen. Lächeln, egal was passiert. Genau. Und ich hole noch ein kleines Requisit. Wir brauchen nämlich noch was für die Stimmung. Ich bin gleich wieder da. Okay? Lächeln. Das ist die Kim. So, Kim, dauert auch nicht lange, weil ich hab's schon vorbereitet. So. Okay. Okay. Hast du schon mal gezaubert? Dann wird's höchste Zeit, pass auf. Papier ist okay, erfahren. Ja. Applaus fürs Kim, Applaus für Kim. Moment, bleib doch da, bleib doch da. Es
Jetzt machen wir noch was Besonderes zusammen. Ein Blatt Papier kann noch viel mehr. Mit ein bisschen Fantasie, Kim. Du hast ein Blatt Papier. Was ganz anderes schon. Deine Hilfe. Machen wir es aber anders. Okay? Ja, komm noch ein bisschen zurück. So. Kennst du einen guten Zauberspruch? Kennst du einen guten Zauberspruch? Hokus pokus, simsalabim. Hokus pokus, Achtung. Jesusfest mit uns gefeiert hast. Du hast uns heute mit deinen tollen Zaubertricks sehr viel Freude bereitet. Wir haben total gut aufgepasst und zaubern dir nun etwas vor. Als Mikrofon. Simsalabim. Oh, was ist denn das? Oh. Danke. Ein bisschen Segen noch für uns eine Zugabe machen. Ich denke, es war heute ein bisschen anders, das Jesusfest, aber das, was uns der Paul mit seinen Zaubereien gesagt hat, Gott zaubert Freude in unser Herz. Das wollen wir mit nach Hause nehmen. Wo die Rose der Liebe geschenkt wird, dort zaubert Gott und zaubern wir die Liebe in diese Welt. Das wollen wir heute auch beim Segen erbitten. Und dazu helfen uns auch wer. Und zwar ist das ein Zauberer, gell? Ein Sheriff, ein Polizeibeamter. Zwei Polizisten helfen uns da heute und eine Prinzessin. Und zum Segen stehen wir dazu auf. Der Herr sei mit euch. Als Prinzessin wünsche ich euch königliche Freude. Als Polizist wünschen wir euch Schutz und Sicherheit. Und als Zauberkünstler wünsche ich euch die zauberhafte Liebe Gottes. Und da schenke euch der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin
oder bleibet noch ein wenig da in Freude und Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. So, dürfen wir aber kurz Platz nehmen. Der Paul zeigt uns noch was. Ja, ich passe zum Fasching noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Pauls Bartologie, eine Sammlung der lustigsten, tollsten, interessantesten Bärte, die es so im Großraum Hartberg gibt. Die gibt's alle wirklich, einer moderner als der andere. Dieser hier ist ein ganz modernes Exemplar gerade, Sie kennen den? Ja? Charlie Chaplin, nicht verwechseln, der andere hat eine andere Frisur, das ist Charlie Chaplin, genau. Viele verschiedene, das ist der einzige Wiener in meiner Sammlung. Der ist nicht ganz so schwarz, ein bisschen grau ist er schon, der ist ein Portier, ein sehr netter Mann, aber den gibt es wirklich. Viele verschiedene Bärte. Eine Person soll heute hier einen Bart auswählen und ich habe schon gesehen, Gertrud, weil wir schon vorher, bleib sitzen. Aber ich möchte ihn nur fragen, hast du schon mal einen Bart getragen? Dann wird es höchste Zeit, weißt du? Ja, ich habe sehr viele Shows in Wien. In Wien sind Damen mit Bärten unglaublich modern, weißt du? Das ist wirklich, da gewinnt man Wettbewerbe, das ist wirklich toll. Ich gehe da durch. Und du sagst Stopp, das wird dann dein persönlicher Faschingsglücksbart, okay? Sag Stopp, wann du willst, bevor ich halt durch bin, wäre gut. Also nur dazu den Regeln, okay? Pass auf, bevor es gilt, muss ich mich natürlich blenden, damit ich nicht sehe, was passiert. Wo ist meine zauberhafte Assistentin? Hier, perfekt. Vielen, vielen Dank. Damit ich nicht weiß, was du siehst, was sie sehen, blende ich meine Augen. Gertrud, bist du noch da? Ja. Ist das vorne? Ja, okay. Jetzt gilt's, ja? Ich gehe durch und du sagst Stopp, wann du willst. Das ist dein persönlicher Glücksbart. Genau da? Achtung, ich gehe rein mit der Hand. Gertrud, merkt ihr diesen Bart? Genau. Okay? Ich habe zum Schluss natürlich eine Vorhersage mitgebracht. Liebe Gertrud, schau genau, stimmt das? Ist das richtig? Das heißt nein. Dann muss es der gewesen sein, stimmt das? Schönes Faschingsfest. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Mitmachen und den kriegst du dann später. Nein, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo es dir nicht gefällt?